Da sind wir wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen erstmal. Ups. Auf was ballerst du? Das macht mir immer Sorgen, wenn er hier auf irgendwas ballert da vorne. Ja. Ich bin dann immer etwas verunsichert, ehrlich gesagt. So. Erstmal rein ins neue Haus. Achso, warte. So. Ja, wo packen wir den Kern hin? Ich würde fast sagen, irgendwo, wo es nicht so leicht zugänglich ist. Vielleicht auch hier wieder unten drunter in dem einen Raum? Könnte man ja machen. Genau. Jetzt dann einfach nur einschalten. Ach, wir haben wahrscheinlich keine Energie mehr. Ja, doch, so ein bisschen was ist noch da, ne? Also, Sauerstoffhelm ist nicht an. Kern aktiv, genau. Hier sehen wir jetzt die ganzen Sachen. Okay. Haben wir den Strom? Genau, einfach mal auffüllen. Auch auffüllen. Batterien, okay. Das sind etliche, ne? Ha. Man kann die leider nicht alle nehmen. Bisschen schade. Also funktioniert der dann jetzt oder wie? Keine Ahnung, sagen wir mal, ich möchte gerne das haben. Achso, ist ein Holzlatten, achso. Warte. Verdammt. So, Holzlatten und dann. Ich glaube, das brauchte ich hierfür. Genau. Okay, das funktioniert. Das ist gerade ganz weird. Warum sich die Pflanzenfaser da nicht rauslöschen lässt. Bisschen nervig. Gut, versuchen wir es einmal, ob er das macht. Nee, irgendwie nicht, ne? Also er müsste eigentlich. Aber er tut es nicht. Ist kein Generator mehr da, oder was? Das kann sein, warte mal. Wir haben nämlich keine Leistung. Treibstofftank. Ah, wir haben keinen Generator. Ha. Okay, dann ist natürlich kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Warte. Mal Lichter machen. So, dann schnell nach draußen. Ah, sieht gut aus, ne? Hm, wie immer. So, ich brauche nur einen kleinen Generator. Gar nicht viel. Mist. Elektronik.
Elektronik und Computer brauche ich. Was haben wir denn hier noch? Ja, ich nehme das jetzt einfach mal mit. Ein bisschen was ist es ja dann doch. Ja, jetzt geht das sogar. Ich hatte schon Bedenken, du. Eieieiei. Ah, siehst du, wir müssen noch was zu essen machen. Es geht ja hier auch schneller. Genau. Ein großes Stück Milch schlürfen. Super geil. Na, dann holen wir das andere halt, was ich meinte, entsprechend hierher. Und dann, ja, geht's uns ja gut, ne? Also was wollen wir dann noch mehr? Wenn wir dann hier die ganze Basis haben. Na gut, okay, also es ist jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass halt so viel verbuddelt ist und halt das mit dem Wasser, aber das gucken wir mal. Zur Not lässt sich das irgendwie auch lösen. Aber gerade mit diesen Beeten wäre es halt echt super schade darum. Ja, vor allem Munition haben die Geschütze anscheinend auch noch. Ja, also. Es ist ja hier wirklich wie Schlaraffenland gerade für uns. Ja, also das stimmt wirklich. Es ist wirklich so ein bisschen Schlaraffenland-mäßig. Warte mal. Düp, 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 düp. Einfach so hier. Ja, also jetzt haben wir wieder Strom. Alles leuchtet. Alles funktioniert. Ich kann hier entsprechend. Super geil. Hammerhart. Jetzt müssen wir halt echt nur gucken. Warte mal, hat eben noch angezeigt mit den Schubdüsen. Könnten wir die Schubdüsen wieder aktivieren? Geht das vielleicht jetzt nach dem Update, dass man diese Dinger wieder benutzen kann? Also auf jeden Fall von der Art und Weise her gefällt mir dieses Schiff super gut. Ja, die Schubdüsen funktionieren. Krass. Heißt das, wir könnten vielleicht doch abheben? Nee, glaube ich nicht. Das wäre, glaube ich, zu schön, um wahr zu sein. Ja, ist halt komisch, ne, dass die entsprechend hier funktionieren. Aber gut, mit dem Wasser allein da drin funktioniert es schon. Ich weiß, Wasser ja nicht wegfließt. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Und da müsste man ja wirklich jeden kleinen Fitzelstein wegkriegen können, der irgendwo dazwischen hängt, damit man das benutzen kann. Also das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Also ich würde zum Beispiel das hier auch abtragen und so. Aber wir hätten zumindest Komponenten. Jede Menge, ja, die wir halt nutzen können. Das wäre echt was. Ne, wie gesagt, wir probieren das mal die nächsten Male aus. Also, dass wir das so hinkriegen. Hier vorne zum Beispiel müssten wir jetzt erstmal dann die Farm nutzen. Das heißt, ich gehe schon mal runter, damit wir dann unseres abholen. Genau. Und da fliegen wir dann entsprechend zurück. Das ist ja da hinten der Wegpunkt, der gesetzt ist. Wir können ja hier entsprechend auch. Nee, das machen wir noch nicht. Machen wir lieber mal noch nicht mit dem Wegpunkt. Aber zumindest wäre das jetzt halt das nächste, entsprechend zurückfliegen. Das Zeug holen. Wir haben jetzt das Lager relativ leer gemacht hier, ne, den Frachtbehälter.
Und dann halt das in der neuen Basis alles aufmachen. Ja, also ich denke, das ist auch definitiv die beste Variante. Also ich verabschiede mich, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.